Guten Tag, hi. Ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute wollen wir mal zwei Chicken Burger machen. Die habe ich von Norma. Und das wird heute ein etwas anderes Video, weil, wie ihr sehen könnt, sind hier zwei Burger drin. Und den einen werde ich jetzt hier laut Anleitung machen. Und den anderen zeige ich euch, wie man den eventuell noch ein bisschen ohne viel Aufwand verfeinern kann. So, fangen wir aber erstmal an. Da haben wir die Zutatenliste. Könnt ihr ja kurz anhalten, wenn ihr wollt. Da sind die Nährwerte. Gramm, also ja, wahrscheinlich ein Burger. Naja, also ein Burger hat 110 Gramm, sind 320 Kilokalorien, entsprechen ungefähr 16% des Tagesbedarfs. Gut, wie wird das zubereitet? Einmal Mikrowelle. Auspacken, 700 Gramm, 60 Sekunden. 700 Gramm. Also nochmal. In der Mikrowelle. Ausgepackt, 700 Watt, 60 Sekunden lang. So, und dann gibt es die Option noch mit dem Backofen, Ober- und Unterhitze auspacken, 120 Grad, 8 bis 10 Minuten. Gut, wir nehmen die schnelle Variante mit der Mikrowelle. Weil ich will ja euch noch die andere Variante dann auch noch zeigen. So, wir machen das jetzt erstmal auf. Schauen wir uns erstmal ein so ein Teil an. Hat noch nicht mal Käse drauf. Ist quasi also ja, ganz trocken. Okay. Werden wir den gleich erstmal in der Mikrowelle machen. So, bis gleich. So, wir machen den jetzt eine Minute lang. Und dann schauen wir mal, was bei rauskommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ding irgendwie schmeckt. Aber naja, gut. Gut, wir sehen uns gleich wieder am Tisch und schauen dann weiter. Alles klar. So, dann gucken wir uns den mal an. Da kommt ein bisschen Fett raus. Das Brot ist labberig und ich nehme mal an, er wird auch ziemlich trocken sein. Genau wie ich mir gedacht habe, er ist ziemlich geschmackslos, trocken. Gut, ich werde mal ein bisschen Ketchup reinmachen, mal sehen, ob es dann besser geht. Wie er dann schmeckt. Gut, das Ganze ist ein bisschen geschmacksfad. Lasch. Das Brötchen ist labberig und ja, er schmeckt nicht gerade.
besonders gut. Gut, das war aber vorauszusehen. Und jetzt zeige ich euch, wie man den mit wenigen Handgriffen besser hinbekommt. Und zwar brauchen wir dazu als allererstes Mayonnaise, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Senf, normaler Senf und Zwiebelgranulat. Jetzt fragt ihr euch, wo ich das her habe. Kann ich euch sagen, ganz einfach. Und zwar habe ich dieses Rezept von dem Marco vom Ehrlichen Essen. Gut, ich mache mal ein bisschen Werbung für einen, der wesentlich größer ist als ich, kleiner YouTuber. Ich mit meinen paar Abonnenten. Er hat mittlerweile schon 50.000. Ich hoffe ja, er sieht auch mal das Video. Und würde mich mal interessieren, was er davon hält. So, wir nehmen also zwei, wenn ich das jetzt richtig mir abgeguckt habe, genau, zwei Esslöffel Mayo. Zack, einmal, zweimal. So, dann nehmen wir einen Teelöffel Senf. Er hat ja auch gesagt, ganz stinknormaler Senf. Er hat dazu noch Dijon-Senf, noch ein bisschen dazu gemacht, aber braucht er nicht unbedingt. Also nehmen wir einen Löffel Senf, ein bisschen Pfeffer, und ein bisschen von dem Zwiebelgranulat. Da auch noch mehrere Soßen. Ihr könnt euch ja verschiedene raussuchen. Ich habe mir jetzt die hier rausgesucht, weil die schmeckt mir eigentlich auch ganz gut. Ich habe schon viele Dinger von ihm nachgekocht. So, und wir brauchen natürlich auch noch ein bisschen Salat, weil wie gesagt, sonst ist das ganze Ding zu trocken. So, wir sehen uns gleich wieder am Herd, weil der wird hier auch noch ein bisschen bearbeitet, sage ich mal. Und ich zeige euch gleich, wie das funktioniert. Also bis gleich. So, jetzt sind wir hier am Herd. Und jetzt zeige ich euch, wie der zurechtgemacht wird. Wir machen also hier wieder ein wenig Fett in die Pfanne. So, die Pfanne hier ist auch heiß. Da packen wir jetzt dann nachher unsere Brotscheiben rein, und wir machen jetzt erstmal und legen hier den Patty rein und nehmen jetzt hier diese beiden Brötchenscheiben und rösten die an in der Pfanne. So, ich habe mir noch eine kleine Scheibe Käse noch dazu besorgt. Wie gesagt, das sind alles Kleinigkeiten, die ja nicht viel kosten.
man aber so einen Hamburger denn ungemein aufpeppen kann. So, den Salat habe ich auch gewaschen und ein bisschen klein gemacht. Den Patty, den lassen wir 1-2 Minuten von jeder Seite. Der ist ja nun schon vorgegart, deswegen braucht er nicht so lange. So, aber wir machen jetzt gleich die Scheibe Käse mit drauf. Können hier schon mal ausmachen. Man merkt, es wird dann gleich ein bisschen knuspriger. So, wir nehmen unsere Brötchenscheibe und machen hier von der leckeren Soße was drauf. Nehmen unseren Patty, packen den jetzt hier drauf. Schwupp. Die Pfanne kann jetzt auch aus. Nehmen hier von unserem Salat was. So, schönen lockeren, leckeren Salat. Ich sehe gerade, ihr seht nicht viel. Zack. So, und dann mache ich auf den oberen Deckel mache ich auch noch ein bisschen Soße drauf, weil ich möchte nicht so einen trockenen Burger haben. Also 2 Esslöffel für einen Burger reicht voll und ganz aus. So, und so ist der mit wenigen Handgriffen um einiges besser. Wir sehen uns gleich am Tisch wieder. So, und jetzt werden wir den mal aufschneiden. Und vielleicht habt ihr das ja schon gehört. Er ist nicht mehr so, so labberig. Und so sieht er denn aus. Und jetzt wollen wir ihn mal probieren. Um Weiten besser. Ihr habt es jetzt gesehen. Mit wenigen Zutaten und wenigen Handgriffen kann man auch so einen komplett trockenen, nicht schmeckenden Teil einen wirklich guten Burger machen. Das schmeckt herrlich. So,
Okay, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns zum nächsten Video. Lasst euch überraschen. Ich sage Tschüss.